So, und herzlich willkommen zurück beim Minecraft Let's Play in einer neuen Aufnahme, wo ich mich ganz kurz orientieren muss. Oh, was ist das denn? Guck mal, da gucken Leute zu. Huch und Nanu, die gucken zu. Ja, wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Endlich funktioniert das Soundboard. Ich freue mich schon. Habe ich seit Ewigkeiten versucht anzuschließen, gab immer Probleme, jetzt endlich konnte ich es anschließen. Ich habe mir so ein kleines, fürs Minecraft-Let's Play und vielleicht auch für andere, habe ich mir so ein kleines Soundboard installiert mit diesem, Schöner, schwarzer, heiser, schöner Kaffee-Scheiße. Ja, verstehst du, ne? Weißt du Bescheid? Ja, so, dass man ab und zu mal ein bisschen was reinquatschen kann und so weiter, fand ich ganz witzig. So, und was ich auch ganz witzig fand, ist natürlich die Tatsache, es wurde ja mehrfach gesagt, dass das Feld oben, ich lese ja die Kommentare brav, dass das Feld oben angeblich ja für einen Eimer zu kurz sein soll. Für einen Eimer zu kurz? Was rede ich denn da? Habe ich Eimer dabei? Ja, aber keinen Platz mehr. Ich brauche Platz. Ich lege mal ganz kurz überflüssigen Kram ab, ein bisschen im Lagerhaus und dann gucken wir uns das mal an, ob das mit den Wasserabläufen nun tatsächlich so ist oder nicht. Wie es so tausendmal gesagt wurde. Was muss ich noch ablegen? Überflüssigen Kakao trage ich noch mit mir rum, der kann weg. Überflüssiges Dschungelholz trage ich noch mit mir rum, das kann weg. Nee, Oakwood, könnte ich ja eigentlich anpflanzen unten. Jungle Wood. Egal. 8 Knochen. Die brauche ich ja momentan nicht. Die Gitter kann ich gebrauchen. Später wirst du sehen, warum. Genau, da sagst du es, hm? Mieze, Maunze, Miezemo! Guckt mich mit dem Arsch nicht an. Naja, typisch Katzen. So, dann brach ich mal die Stacks fertig. Mieze, Maunze! Maunze, Mieze! Mieze, Moze. Ich hab Fenster gerade offen und es ist dunkel. Ich hoffe, die Leute draußen denken nicht, ich bin bekloppt. Die Nachbarn müssen mich eh schon so für verrückt halten. Moment, dann lage ich das mal ab. Dann habe ich noch 52 Erde. Ich mach mal Fenster zu. Warte mal kurz. So. Jetzt müsste es alles okay sein. Ist ja zum Glück hier in Griffweite. Jetzt habe ich auch wieder Platz dank der Erde. Da habe ich noch 12 Eirenore. Die lege ich mal kurz hier ab. Und wir holen uns demnächst ja auch das ganze Eirenore und das ganze Iron und sowas aus den Öfen hier raus. Das wir da haben brutzeln lassen. Das machen wir aber später. Ja, na, das kann ja lustig werden. Ich bin sehr gespannt. Hier draußen sieht es ja schon ein bisschen traurig aus momentan, aber da drin... Drin sieht es noch trauriger aus. Ja, da hast du natürlich recht. So. Macht irgendwie Spaß, ich will immer irgendwas drücken. So, pass auf, wir gehen mal ganz kurz hier so hin. Jetzt habe ich vergessen, einen Eimer zu füllen. Ich bin selber so ein Eimer. So ein gefüllter, so pass auf. La 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 la. Ich habe gar keine Musik angemacht gerade, ne? Wegen dem Soundboard. Das mache ich natürlich später immer noch. Habe ich jetzt einen? Doch, da habe ich... Ach, ich habe sogar zwei. Ah, ich bin einfach zu blind. Verdammt. So. Okay, angenommen. Das ist ja die Reihe für Wasser, ne? Wenn ich jetzt hier einen Eimer Wasser drauf mache... Plitschi platschi, plitschi platschi. Natürlich ist die ganze Reihe voll Wasser, so dass es dann da runterfließt. Und es kommt exakt bis hier unten an und fließt dann auch nicht weiter nach unten, sondern bleibt genau da, wo es sein soll. Also, der Wasserablauf funktioniert. Und in diesem Sinne bitte ich, sich nicht daran zu stören, dass hier zufällig aus ominösen Gründen frisch verlegte Erde liegt und dass hier plötzlich ein weiterer Balken Erde liegt. Ich weiß selber nicht, wie der da hinkommt. Ich kann mir das nicht erklären. Das ist ganz merkwürdig. Naja, jedenfalls, schön, dass hier alles von Anfang an so gut geklappt hat und dass ich überhaupt nicht heimlich offscreen nachbessern musste, damit wir nicht eine Folge umsonst gemacht haben. Da bin ich echt froh drum, dass ich das gleich so professionell hinbekommen habe. So, nachbessern muss ich jetzt allerdings leider bei den Pistons. Da wird der ein oder andere sagen, oh Mensch, das ist ja jetzt nicht so gut. Und natürlich stimmt das auch, so gut ist es gar nicht. Mache ich das eigentlich, mache ich gerade das Richtige? Ich bin ja hier so, ne? Hier bin ich ja so. Ist nicht so leicht. Die Pistons fahren dann hoch, ne? Also ich warte mal, ich verlege mal ganz... Ich mache mal probeweise was. Das wird jetzt ein bisschen interessanter.
Also für mich zumindest. Also für euch ja sowieso nicht. Das ist ja eine langweilige Grütze, was ich hier mache die ganze Zeit. Den mache ich nochmal weg. Dann mache ich nochmal stattdessen einen Kobbel rein, damit es einfach gleich aussieht. Dann mache ich hier mal Redstone rein, ne? Und dann müssten theoretisch. Wenn ich dann hier angenommen. So, pass auf, den mache ich nochmal ganz kurz weg, damit ich da reinsteigen kann. Dann mache ich mal hier. So, zack. Und dann hier nochmal den Redstone hin. Das ist schon sehr gut so, aber das ist doch... Ach nee, das ist sowieso ein zu tief. Ich bin einfach nur blöd, das ist das Problem. Ah, siehst du, deswegen hat das... Ah ja, okay, dann mache ich mal hier hin. Dann mache ich den mal da hin und dann müsste es nämlich funktionieren. Was, das werdet ihr natürlich später sehen. Die ein oder anderen wissen das vielleicht schon. Ich momentan noch nicht. Doch, ich weiß natürlich auch schon, ich habe da was vor. Was ich so extra in der Kopie getestet habe, das funktioniert auch ganz gut. Und ich bin gespannt, wie das dann im Endeffekt hier aussehen wird. Und hier hinten verlege ich einfach mal, damit es doch ein bisschen technischer aussieht. Ich weiß, wir haben viel mit Kobbel verlegt, aber ich verlege hier hinten trotzdem nochmal alles mit Kobbel. So, mit den Gittern mache ich mal Folgendes. Huch. Ah. Mit den Gittern mache ich mal hier so la 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 la. Und dann mache ich mal hier so. Ich lasse das erstmal offen nach oben hin. So, ihr werdet ja sehen, was dabei rauskommt, was ich hier vorhabe. Der ein oder andere weiß es bestimmt und ich möchte auch gerne, auch wenn es ein bisschen länger dauert, scheiße, wird wohl doch echt ein bisschen länger dauern. Die verabschiedet sich doch auch gleich. Okay, ich muss gleich erstmal kleben gehen. Ich möchte gerne, dass hier hinten auch alles vernünftig aussieht. Dazu brauche ich übrigens auch einen neuen Redstone. Okay, dann mache ich mal so. Und dann geht das hier lang und dann da entsprechend runter statt zur anderen Seite. Okay, ich bringe hier erstmal Fackeln an. So, dann könnte ich hier, pass auf, das mache ich jetzt schon mal. So und so. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich mache jetzt mal erstmal Sparkurs. Ich setze hier nicht überall diese Gitter hin, sondern dementsprechend hinter die Redstone-Abzäunung. So, das müsste jetzt auch sitzen. Das heißt, da müsste ich später auch noch hoch. Und hier müsste ich irgendwie... Hier ist ja dann noch das Melonenfeld, ne? Das wird noch ein bisschen ätzend mit dem Melonenfeld. Okay. Jetzt aber erstmal wieder ein bisschen basteln. Ach, Oakwood haben wir noch. Zack, da machen wir uns mal 37 Holz draus. Und daraus machen wir uns einfach mal... Na. 864. Nehme ich mal das da. Scheiße, Silber habe ich auch keins mehr. Mist, ich habe gar nichts mehr hier. Okay, ich gehe mal Silber holen und so. Und ich vermisse ja die Musik ein bisschen. Jetzt hört man mich die ganze Zeit quatschen. Und ich kann meine Atem- und Schmatzgeräusche gar nicht mehr mit Musik überblenden. So. Okay, so viel dazu. Ich könnte ja die Gelegenheit nutzen. Ach, da ist es ja. Moment, ich kann ja mal ganz kurz... Pass mal auf, ich nutze mal die Gelegenheit. Dieter isst mit seinen Eltern in einer Raststätte zum Mittagessen Bohnen. An einigen sind noch Fäden zu finden. Dieter meint empört, ich möchte nur wissen, wer Bohnen mit einem so groben Faden zusammennäht. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Also sehr, sehr schlecht. Okay, warte. Ich versuche mal einen anderen. Ich mache random Seite.
Du, Vati, wir haben in der Schule gelernt, dass die Erde rund ist. Woher weiß man das denn überhaupt? So dumm kannst auch nur du fragen, Heini. Da steht wirklich Heini. Also nochmal. So dumm kannst auch nur du fragen, Heini. Hast du denn noch niemals einen Globus gesehen? Ja, okay. Jetzt habe ich wenigstens die passende Untermalung fürs Witzebuch. Ich glaube, das ist noch ein bisschen laut, wenn ich das so sehe. Ich muss das mal vielleicht ein bisschen leiser stellen. Kann ich das eigentlich hier machen? So. Huch. Achso, ich mache das ja, das ist ein anderes Interface. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte Eisen holen. Jetzt kann ich mich noch mehr ablenken. Das ist natürlich eine Pracht. So, hier haben wir kein Eisen. Dann nehme ich mal das. Hui, das Eisen. Und dann nehme ich mal das Eisen. War ein bisschen übertrieben jetzt. Und den Stone. Wow. Und das Eisen. Und das Eisen. Haben wir da noch Eisen? Ja, das nehme ich auch. So, alles rein da, rein da. Und wir nehmen 32 wieder mit. Nicht zu viel. Falls wir sterben, dann ist nicht so viel verloren. 64 Stone, 23 haben wir noch dabei. Die können wir brauchen, um neue Repeater herzustellen. Gravel, weiß nicht, ob ich den überhaupt noch brauchen werde jetzt. Ist ja alles gefixt quasi. Komm, ich räume mal eben die Öfen aus. Da ist nix. Da 54 Stone. Und da 54 Stone. Und da 51 Stone. Und da 33 Stone. Und hier 32 Stone. So, habe ich die andere Seite? Habe ich das hier? Da habe ich auch, ne? Da habe ich doch, genau. Nur um sicher zu gehen. Mieze Mauze! So, warte. Ja, ich muss hier dringend weg. Okay, Gravel. Ich kann das Gravel hier kaum unterscheiden. Da waren noch 15 Gravel. Das andere, das klägliche Restchen, nehme ich mal mit. Die 64 Stone. Ich weiß, da brauchen wir auch noch eine Kiste für irgendwie. Dann könnte ich überhaupt mal eine ganze Menge von dem Grabbelstein kann ich dann eigentlich mal zu Stone verarbeiten. Zu Clean Stone, wie ich so gerne sage. So, Eisen haben wir jetzt dabei. Aua, und jetzt können wir dementsprechend auch gleich wieder, Moment. Da können wir auch gleich wieder hier fröhlich irgendwelche Werkzeuge herstellen. Zack, zack. Und dann machen wir erstmal da. Machen wir erstmal zwei Spitzhacken. Die werden wir auch brauchen, wenn ich das so sehe. Da habe ich 64 Eisen vergessen. Schlau, wie ich bin. So. Die kommen wieder rin. Und wir kriegen das hier hinten doch noch alles ganz gut hin. So, jetzt muss ich aber erstmal, pass auf, jetzt mache ich erstmal wieder Musik an. Und wir werden ein Weilchen die Spitzhacke schwingen müssen, jetzt wo Trash Tasmani leider nicht mehr dabei ist. Im Geiste wird sie natürlich immer bei uns sein, doch leider musste sie nach Hause fahren. Hat quasi ihr Busgeld geschnappt, ist über alle Berge, weil sie konnte es nicht mehr ertragen, hier von mir so gedemütigt zu werden, so denunziert, zum Dachbau gezwungen, misshandelt förmlich. Ja, so ist das. Oh, ich muss, glaube ich, doch ein bisschen lauter machen. So, warte. Tja. Wird jetzt ein bisschen dauern, ne? Und die Leute, die gesagt haben, ach Mensch, wieso ist die Olle denn da? Die werden das jetzt bereuen, denn jetzt dauert es natürlich doppelt so lange, wo wir alleine sind. Das war echt super, so ein bisschen Hilfe zu haben, muss ich ja zugeben. Und ich muss dann ja nochmal gucken, was er gebaut hat da hinten. Das muss ich auch nochmal schauen. Und hier darf ich nicht vergessen, ich muss noch einen in die Tiefe gehen, damit auch der Boden komplett aus Cobblestone ist. Aus Grabbelstein. Und eigentlich wäre es natürlich einfacher, wenn wir hier die Silk Touch Spitzhacke nehmen würden. Unsere legendäre Silk Touch Spitzhacke, aber die würde ich nur so ungern verschwenden, ehrlich gesagt. So, pass auf, da mache ich jetzt eine Fackel hin, dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr.